ja, mein liebster Neffe. Und du strahlst ja so über dein ganzes Gesicht. Hi. Ah, du bist glücklich verliebt, weil beim letzten Mal warst du ganz unglücklich verliebt. Und ihr sprecht vom Heiraten? Na, was höre ich da vom Heiraten? Und jetzt möchtest du das mit mir besprechen? Ja. Du, das ist so was Schönes, wenn wirklich zwei sich so verlieben, dass sie heiraten wollen. Na, das ist ja ein großes Geschenk und da kann ich nur sagen, ich gratuliere euch und ich wünsche euch so viel Glück. Aber ein bisschen muss ich schon auch sagen, was ich drüber denke und wieso ich nie geheiratet habe. Ja, ich war ja natürlich auch mehr als einmal so schwer verliebt, dass ich es überlegt habe zu heiraten. Ja, aber ich kann dir sagen, das Verlieben, das ist halt schon eine ordentliche Droge, eine Körperdroge. Das ist ja ein Chemie-Cocktail in dir, in euch. Und dann siehst du alles durch die rosa-rote Brille. Also, ich habe die lila Brille, aber ihr seht alles durch die rosa-rote Brille und seid ganz in der romantischen Liebe. Und ich muss dir schon auch die Wahrheit sagen, dass diese romantische Liebe vielleicht 3 Monate, 6 Monate, na, du schmunzelst schon so, weil du das auch schon erlebt hast, und dass das dann abkühlt, diese ganze romantische Liebe und diese ganzen Körpersymptome, dass sich das dann verändert. Und also ich würde halt echt empfehlen, schaut euch das gut an und ein bisschen länger, nicht gleich nach 2 Monaten heiraten, weil man so ganz verrückt verliebt ist. Also einfach schauen, was dann da ist nach dieser Zeit, nach diesen paar Monaten. Ja, und ich habe für mich entschieden, ja, schön ist die Liebe und ich freue mich über die Liebe, aber heiraten, da würde man das doch irgendwie festnageln wollen. Oder dieses schöne Gefühl der Liebe. Und die Liebe, die will aber frei bleiben und frei fliegen. Und du kannst es nicht mit einem Ehering festnageln oder mit einer Urkunde oder mit einem Namen, der dann gleich ist. Du glaubst mir gar nicht. Du sagst, das ist so stark und das hält ein ganzes Leben. Naja, ein ganzes Leben ist lange. Also, ja. Naja, sicher kann man ganz verbunden sein und in Liebe miteinander verbunden sein und in Freundschaft und eine Familie gründen. Aber das muss dir halt klar sein, dass die romantische Liebe irgendwann nicht mehr so stark da ist. Dann verändert sich das. Aber man kann ja trotzdem ganz tief glücklich sein. Man muss jetzt nicht heiraten, um ganz glücklich zu sein miteinander und ganz verbunden. Und aber trotzdem auch in der Liebe zu dir selber. Ja, du schmunzelst jetzt, weil ich das so oft sage. Aber das ist so wichtig. Das ist, ja genau, jetzt habe ich es,
Jetzt habe ich es. Das muss ich einfach immer wieder dir sagen, mein Lieber. Ja. Am besten, du heiratest dich selbst und schwörst dir selber diese Liebe und diese Treue bis zum Lebensende. Und wenn deine Angebetete, ach, das ist aber ein schönes Wort, die Angebetete, deine Geliebte, deine Braut auch sich selbst heiratet, dann habt ihr überhaupt gewonnen. Das sind die besten Voraussetzungen für eine ganz schöne Verbindung. Ja, du schmunzelst wieder ein bisschen über mich. Ich weiß eh. Ich rede halt so gern und so viel und ich will das halt alles mit dir teilen, weil das so wichtig ist. Du, ich ja lach nur. Lach nur. Aber vielleicht, wenn du dann auch schon einmal so einen Siemer vor deinem Geburtstagsjubiläum hast, dann wirst du an die Tante Dele denken und wirst, ja, das war ein guter Rat. Ich heirate mich selber. Na dann. Du, dann wünsche ich euch super schöne Vorbereitungen und macht es euch leicht, weil ihr sollt ein schönes Fest haben und nicht der Nachbar sowieso und da weiß ich nicht wer und die sowieso. Ja, du, ich habe mich so gefreut, dass du mir das gleich erzählt hast. Dann, Papa, du. Ich schon, geht schon was?